Ja, wir sind in Korneuburg. Wir wollen den Oppositionsparteien natürlich die Möglichkeit geben, ein bisschen was zu sagen. Jetzt bei den Grünen. Wie kann man die derzeitige Situation ungefähr kommentieren? Ja, wir haben hier in Korneuburg jetzt seit den letzten Wahlen 2015 eine absolute der ÖVP. Wir haben eine gemeinsame Plattform gehabt, die bis 2015 eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mit der Absoluten war das allerdings dann immer schwieriger und es wurden Vereinbarungen getroffen, es wurden Kooperationen und Projekte besprochen zu Beginn. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass eigentlich nur in den Bereichen, die auch im Sinne der ÖVP waren, tatsächliche Vorteile oder tatsächliche Umsetzungen möglich waren. Vieles wurde zwar zugesagt, aber eben nicht eingehalten. Und aus dem Grund ist es für uns also in erster Linie mal wichtig, diese Absolute der ÖVP jetzt hier anzuklappern, im Idealfall dann auch zu Sturz zu bringen, um einfach hier dann auch die Möglichkeit zu haben, wieder in den Projekten Konkreteres und tatsächlich auch Effektiveres dann einzubringen. Es geht ein bisschen, wird die Angst geschürt, es könnten mehrere Parteien dann die Bürgermeisterpartei schlagen, eine Koalition bilden und vor dem wird ein bisschen die Angst geschürt. Natürlich, ja, weil für ÖVP ist es vermutlich so eine Möglichkeit, einfach die Personen und eventuell auch Sympathisanten noch zu motivieren und zu schauen, dass sie dann doch noch ihre Stimme abgeben. Tatsache ist, dass es keine Absprachen gibt. Tatsache ist es, dass es keine Zusagen gibt, wie immer auch. Und wir alle wissen, dass wir in einem demokratischen System leben. Das heißt, es werden Mehrheiten gebildet. Ich kann mich an einen Kanzler Schüssel erinnern, der als Dritter dann die Spitze übernommen hat. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es in Korneuburg hier eine Zusammenarbeit der Oppositionsparteien zwangsläufig geben muss. Wir haben ja doch sehr unterschiedliche Ansätze. Also Sie sehen, vis-à-vis steht eine andere Fraktion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt so viele Schnittmengen gibt, dass man sagt, es ist zwangsläufig logisch, dass die alle zusammenkommen. Also ich gehe davon aus, dass wir nach diesem Wahlsonntag dann wieder eine Mehrheit der ÖVP haben werden. Wenn es keine absolute ist, dann ist es für uns insofern das Ziel erreicht. Wir wollen wieder konstruktiv beitragen an der Gemeindepolitik. Und das geht eben dann nur, wenn man dann tatsächlich Möglichkeit hat, über die Anzahl der Mandatare dann auch entsprechendes einzubringen und auch dann hoffentlich auch umgesetzt zu bekommen. Jetzt, was sind so die Kernthemen der Grünen hier in der Stadt? Die Kernthemen in der Stadt sind vor allem die Mobilität. Wir haben aufgrund des Zuwachs an Bürgern und Bürgerinnen in der Stadt vermehrte Aktivitäten. Wir haben hier sehr starken Zustrom in der Früh. Wir haben auch sehr viele Einpendler und wir haben sehr viele Auspendler. Durch die Neubürger auch sehr viele Mobilitätsanforderungen. Und uns als Grüne ist eigentlich die Antwort, mehr Parkplätze und mehr Pkw nicht die richtige, sondern wir versuchen da schon auch gerade den öffentlichen Verkehr zu forcieren. Wir haben hier eine sehr überschaubare Stadtstruktur. Man erreicht alles sehr zentral, ist auch hier den Fußgänger- und Fahrradverkehr zu stärken, wäre eigentlich unser Ziel. Und was auch in weiterer Folge dann natürlich das Kernthema der Grünen generell ist, eben die Klimapolitik. Wir haben in Korneuburg jetzt beschlossen, zumindest einmal seine ersten Schritt. So, wir sagen mal, es sind so Hüllen. Wir haben eine Klimakarte, wir haben ein plastikfreies Korneuburg. Es fehlen aber nach wie vor die Umsetzungsmaßnahmen dazu. Es gibt viele Versprechungen, viele Schlagwörter, Blasen, aber eben keine konkreten Umsetzungen noch. Und das ist für uns unbefriedigend. Wir können nicht jetzt dem zustimmen, sondern wir wollen hier auch wirklich konstruktiv Projekte mit einbringen, was bisher eigentlich nicht möglich war. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Wir haben jetzt ein bisschen einen Überblick und ja, wünschen fürs Wochenende, für den Sonntag dann alles Gute. Dankeschön, danke.